Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die E-Books von uns, von Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Ihr seht ja hier auf YouTube unsere ganzen Videos, das sind mittlerweile knapp 160 Stück. Vielleicht habt ihr auch schon mal von uns unseren Podcast auf Spotify gehört, das sind jetzt 30 Folgen. Also wenige Tage nach diesem Video kommt die 30. Folge. Wir haben Blogbeiträge, wir haben ein Lexikon. Und vielleicht habt ihr auch schon mal von uns ein Seminar besucht oder einen Workshop oder ein Webinar, was wir zu verschiedensten Themen eben anbieten. Vielleicht wart ihr auch schon mal Consulting-Kunde von uns, aber vielleicht habt ihr auch schon mal ein E-Book oder einen Online-Kurs von uns gekauft. Wir sind ja auch als Online-Akademie tatsächlich die einzigen Anbieter für diese E-Commerce-Produkte. Wir sind die einzigen, die E-Books und Online-Kurse explizit für die Energiewirtschaft erstellen und vertreiben und eben komplett automatisiert kaufbar machen. Ein paar von euch haben das schon mal gemacht, ein paar vielleicht auch noch nicht, wissen aber vielleicht auch gar nicht, dass wir sowas tatsächlich anbieten und dass wir das eben als einziger anbieten, dass wir ja die Branche damit auch ein bisschen disruptiv verändern wollen, weil wir eben die Weiterbildung ja geradezu demokratisieren, denn es ist jetzt einfach für jeden möglich, ohne sich in ein Seminar setzen müssen, ohne vierstellig Geld ausgeben zu müssen, sich weiterzubilden. Und zwar eben auch nicht nur entlang unserer freien Videos, die ja auch mit einer gewissen Struktur angeschaut werden müssen, sondern eben auch ganz zielgerichtet mit zum Beispiel einem kleinen Büchlein. Und was wir schon von der ganzen Weile veröffentlicht haben, ist unsere 36-seitige Einführung in die Stromwirtschaft. Das ist tatsächlich eine rein textliche, anekdotische Erklärung, wie praktisch die Zusammenspiele in der Energiewirtschaft zwischen den verschiedenen Marktrollen, am Beispiel von dem Stromversorger und einem beispielhaften Stromkunden eben so aussieht, wie sich das Ganze entlang der Prozesse so entwickelt und wie das Ganze zusammenhängt. Das ist gut für das Verständnis der Hintergründe, warum ist die Energiewirtschaft so, wie sie ist. Aber das haben wir ja auch im Februar, passend damals zur E-World 2020, unser 104-seitiges Lernheft für den Beginnerkurs Energiewirtschaft veröffentlicht. Und das könnt ihr ja sehen, das ist also durchaus ein bisschen dicker. Das sind, wie gesagt, über 100 Seiten. Und da drin erklären wir also tatsächlich sehr detailliert so die Zusammenhänge der Energiewirtschaft. Und zwar in folgenden Kapiteln die Stromversorgung, also wie funktioniert es vom Kraftwerk bis hin zum Endkunden, das Unbundling, also wie ist das Stromnetz so strukturiert, die Versorgervielfalt, wie kommt es dazu, dass wir heute über 1000 Stromversorgermarken in Deutschland haben, die Frage, ob man Strom selbst erzeugt oder lieber einkauft als Versorger. Und wie das Ganze funktioniert, also wie auch der Energiehandel funktioniert, das Energiedatenmanagement, die Strombilanzierung, der Messstellenbetrieb, die Abrechnung, der Lieferantenwechselprozess, die erneuerbaren Energien und virtuellen Kraftwerke, Power to Gas und schlussendlich auch noch Smart Cities. Und es gibt ein 13. Kapitel namens Lösungen zu den Übungsaufgaben. Und da wird es ja jetzt interessant, was wir hier geschaffen haben. Das Ganze ist also nicht nur so ein Hintergrundbuch, wo man also die verschiedensten Inhalte und hier mal so einen kleinen Exkurs und auch mal eine Visualisierung sehen kann, sondern wir haben eben nach jedem Kapitel tatsächlich Übungsaufgaben. Und diese Übungsaufgaben kann man sich jetzt genauso vorstellen wie eben in der Schule oder im Studium. Da gibt es hier halt eine Frage, wie zum Beispiel, beschreibe die Situation der Verbraucher und Versorger vor der Marktliberalisierung. So, dann kann man sich das ein bisschen hinschreiben, bla bla bla. Und dann kann man eben ganz nach hinten gehen in den Lösungsteil und findet dort dann eben auch unsere standardisierten Antworten. Das Ganze ist also etwas, was man für einen Azubi, für Werkstudenten, aber auch für einen Quereinsteiger perfekt nutzen kann. Einige unserer Stadtwerke-Kunden legen sich das tatsächlich mitten in die Abteilung und dann kann man da einfach mal durchblättern. Ihr seht ja, das haben wir jetzt hier ausgedruckt. Ein E-Book ist ja eigentlich eine PDF oder andere digitale Variante. Das haben wir natürlich genauso ursprünglich. Wenn ihr in unseren E-Commerce-Shop geht, dann seht ihr dort die PDF-Varianten. Wir werden es demnächst noch die eigentlichen E-Book-Varianten so bauen, dass sie eben auch in dem normalen E-Book-Reader zu lesen sind. Also als EPUB-Datei zum Beispiel. Aber wir haben sie bisher vor allem als PDF und wir haben es als Print-Variante, die man bei uns bestellen kann. Und dann wird die 2, 3 Werktage danach auch schon geliefert. Und das ist halt tatsächlich etwas, wo wir versuchen, den Markt mal ein bisschen umzukrempeln. Sowas gibt es einfach gar nicht bisher. Und es kommt ganz gut an. Also ein paar von euch haben das schon mal gekauft und wir haben bisher auch weitestgehend nur gutes Feedback bekommen. Das freut mich natürlich super. Und jetzt arbeiten wir gerade an etwas, was den Markt wirklich dann komplett umwerfen wird. Wir schreiben gerade an einem etwa 400 bis 500 und vielleicht sogar noch mehr seitigen Buch,
was also wirklich die Energiewirtschaft komplett erklären wird. Und es war ausgerichtet für normale Anwender, für also tatsächlich die Mitarbeiter in einem Stadtwerk, bei einem Energieversorger, bei einem Konzern, Leute, die quereinsteigen. Das wird richtig, richtig krass. Ist es aber halt auch ein komplettes Fachbuch und deswegen eigentlich auch für den B2B-Markt, also eigentlich für die Stadtwerke, die Energieversorger gedacht, dass sie das kaufen. Das heißt, es wird auch relativ teuer sein. Auch diese beiden E-Books sind nicht mega billig. Also dieses 36-seitige Prosa-Geschichte Büchlein ist für 23 Euro bei uns erhältlich als E-Book-Variante. Und dieses 104-seitige für 47 Euro. Das ist natürlich nicht mega billig, ist ja aber auch nicht so gedacht. Und da es auch keinen Mitbewerb gibt, gibt es auch nicht wirklich einen Vergleich für Preise. Von daher ist das jetzt auch noch nicht hundertprozentig klar, wie teuer unser 400-500-seitiges Buch werden wird. Aber eigentlich kann ich das nicht für weniger als einen dreistelligen Betrag verkaufen. Das ist auch klar. Heißt aber auch, wenn ihr zum Beispiel ein Student seid und ihr braucht jetzt mal unbedingt so richtig gutes Material und ihr könnt euch das nicht wirklich leisten, schreibt uns einfach eine Nachricht, dann kriegen wir auch dafür eine Lösung zustande. Das ist gar keine Frage. Ja, soweit eigentlich erstmal dazu. Habt ihr Ideen, habt ihr Bedürfnisse, was vielleicht in so ein E-Book mal noch rein sollte? Wie gesagt, in unserem nächsten werden wir unseren Einsteiger-Online-Kurs, zu dem gibt es auch demnächst mal noch ein Video, als E-Book verarbeiten. Deswegen 500 Seiten, das wird also wirklich alles, jede einzelne Frage der Energiewirtschaft beantworten, inklusive Prozessbeschreibung. Wir schreiben auch gerade an nochmal Erklärungen für die diversen Prozessvorgaben wie GPKE, MABIS und sowas. Dass das einfach noch ein bisschen greifbarer wird und ein bisschen besser verständlich wird, einfach auf einer Augenhöhe das Ganze zu erklären. Gibt es halt ansonsten auch eher nicht in der Energiewirtschaft, nur bei uns. Und dementsprechend haben wir noch einiges in petto. Aber habt ihr Ideen? Habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr gerne nochmal so richtig erklärt haben wollt und eben nicht nur in Videoform, sondern auch etwas ausführlicher, zum Beispiel in Textform? Dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und ansonsten verlinke ich euch natürlich unseren Shop. Gar keine Frage. Ihr solltet es ja auch gerne mal kaufen, wenn ihr sowas gebrauchen könnt. Und auch wenn ihr es schon habt, kauft es einfach nochmal. Jeder Euro kommt hier gut an. Und zwar verlinke ich euch das Ganze, schaut gerne mal rein und gebt uns gerne auch Feedback. Ansonsten, wie immer, liked dieses Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.